Jeder Tag ist neu und sehr geheimnisvoll. Und das ist glitzeklar, die Welt ist pappevoll. Wir steigen ein und los, wer will es mit dabei? Mittendrin. In meiner Birre für zwei. Was immer auch passiert, uns wird es nicht am Mund. Und dass das Dürfte ist, doch irgendwie noch gut. Hier geht es sofort los und du bist mit dabei. Mittendrin. In einer Möhre für zwei. Nein, ich darf nicht. Oh, oder vielleicht doch? Nee. Wolle kommt gleich mit Brötchen nach Hause. Und ich habe versprochen, nicht von der Marmelade zu naschen. Hm. Oh, wie das duftet. Ich kann ja mal eine aufmachen. Hm. Oh, nur um da ein bisschen dran zu lecken. So zum Test. Hm. Oh, gekleckert. Oh nein, was habe ich getan? Wolle wird voll sauer auf mich sein. Hey, Pferd, alles klar? Was war denn das für ein Lärm? Ach nee, gar nichts, Günni. Ich bin bloß ausgerutscht. Oh, nochmal gut gegangen. Vielleicht kann ich Wolle das ja auch erzählen. Ja, genau. Ich sag einfach, ich bin ausgerutscht. Aber darf man überhaupt was sagen, was gar nicht stimmt? Ich frag lieber mal die Kinder. Hallo, Kinder. Hallo, Pferd. Man darf nicht lügen, weil das ist nicht schön. Dann glaubt man ein fast nie mehr was. Ich finde das doof, wenn mich jemand anlügt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich bin krank, dabei ist man gar nicht krank. Und wenn man das nächste Mal dann krank ist, dann glaubt der andere das nicht mehr. Ich hatte Angst, dass es rauskommt. Man hat ein schlechtes Gewissen und kann nicht so gut reden. Kann man dann die Wahrheit sagen und sich dann trotzdem und entschuldigen? Ja, und wenn man das sagt, ist das auch ganz schön gut. Und das ist auch ganz schön tapfer. Tschüss, Pferd. Tschüss, Kinder. Oh, ich will ja auch nicht lügen. Aber ich will auch nicht, dass Wolle böse ist auf mich. Oh, da kommt er schon. Was mache ich denn jetzt nur? Hallo, Pferd. Hier sind die frischen Brötchen. Oh, das ist toll, Wolle. Die schmecken bestimmt total gut mit der selbstgemachten Marmelade. Pferd, wo ist die Marmelade? Wolle, also, ich, Pferd, du bist ja ganz durcheinander. Was ist denn passiert? Also, ich war gerade in der Küche und die Marmelade, die war plötzlich weg. Oh, du meinst, jemand hat sie geklaut? Oh, also ich mein, so ungefähr. Oh, Pferd, das ist ja furchtbar. Die schöne Marmelade. Wer macht denn sowas? Ja, weiß ich auch nicht. Hauptsache, dir ist nichts passiert. Ja. Und weißt du was? Jetzt mache ich dir erstmal einen Kakao. Eine extra große Tasse. Auf den Schock. Wolle, ist doch nicht nötig. Nein, jetzt macht mir Wolle auch noch Kakao, obwohl ich ihn doch belogen habe. Ja, vielen Dank. Dann bis später. Ja, danke. So, Pferd, hier ist dein Kakao. Oh, danke. wen hast du denn angerufen? Na, die Polizei. Polizei? Ja, vielleicht finden die ja den Dieb. Oh, das muss ich schon sein. Polizei? Oh je. Wachtmeister Grobi zur Stelle. Wo brennt's denn, Wolle? Oh, stell dir vor, Grobi, jemand hat unsere Marmelade geklaut. Oh,
Unglaublich, aber keine Sorge. Wachtmeister Grobi löst den Fall auf jeden Fall. Tritt bitte zur Seite, Wolle. Wir werden den Täter schon finden, was fährt? Hoffentlich. Aha, aha, ah ja, ja. Der Dieb ist eindeutig durch das Wohnzimmer geflüchtet. Wie, was? Hier durch? Aber wie denn? Das verraten mir die Spuren. Der Dieb hat auf seiner Flucht alles durcheinander gebracht. Aber so sieht's hier doch immer aus. Aha, und was ist dann das hier? Marmeladenspuren am Volophon. Ein eindeutiger Hinweis. Tatsächlich? Seltsam. Also, da stand die Marmelade. Aha. Orangene Fussel. Noch eine Spur. Der Dieb muss was Orangenes getragen haben. Orange. Ist ja ein Ding. Wie sah der Dieb eigentlich aus, Pferd? Der Dieb, so genau habe ich das nicht gesehen. Er war sehr klein, so richtig mini und schnell. So richtig super jung schnell. Kaum zu erkennen. Klein und schnell, kniffelig. Das wird nicht einfach, den zu finden. Aber zum Glück kenne ich einen Trick, der selbst solche Diebe entlarvt. Wirklich? Na, das wäre ja toll, was, Pferd? Das wäre toll. Achtung, Achtung! Hier spricht Wachtmeister Grobi. Sie sind überführt. Kommen Sie sofort heraus. Das war's? Meiner Erfahrung nach zittert der Dieb jetzt vor Angst. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sich stellt. Pferd, du zitterst ja. Ich hab richtig Angst, den Dieb wiederzusehen. Keine Sorge, Pferd. Ich glaube, das klappt sowieso nicht. Ha! Und hier ist er, der Dieb. Hallo, ihr drei. Fienchen. Sogar mit dem Diebesgut in der Hand. Diebesgut? Das Glas habe ich im Garten gefunden. Da ist alles voller Scherben und Marmelade. Was? Aha! Du gibst also zu, du wolltest die Marmelade stehlen und dir sind die Gläser auf der Flucht runtergefallen. Nein, ich bin nur mit meinem Postauto hier vorbeigekommen und... Und wo ist die Post? Heute ist nicht Wolle und Pferd dabei. Du verstrickst dich in Widersprüche, typisch. Und... die Fussel passen genau. Fienchen. Tut mir leid, du bist verhaftet. Was? Ich? Ich muss Fienchen helfen. Aber wie? Hey, Pferd, was ist denn da draußen los? Och, Günni, du musst mir helfen. Die Polizei glaubt, dass Fienchen unsere Marmelade geklaut hat. Aber das stimmt nicht. Ich hab sie runtergeschmissen und dann gelogen. Das klingt nicht gut. Kann man eine Lüge nicht rückgängig machen? Ich hab zwar noch nie gelogen, aber in so einem Fall ist es wohl das Beste, wenn man ein Geständnis macht. Ein Geständnis? Das ist, wenn man zugibt, dass man gelogen hat und die Wahrheit sagt. Dann wird alles wieder gut. Echt jetzt? Oh Mann, dann versuche ich das mal. Danke, Günni. Gerne. Aber ich war's nicht, ehrlich. Ich muss euch was ganz, ganz Wichtiges sagen. Später, Pferd, nicht jetzt. Aber Fienchen war's doch gar nicht. Genau, ich kann's ja gar nicht gewesen sein. Ich bin nicht schnell und orangene Fussel habe ich auch nicht. Nur Haut, hier. Moment mal. So, dass ich nicht lache. Am Ende behauptest du noch, die Gläser wären einfach umgefallen, was? Ja, umgefallen. Ganz genau. Ich glaube, es war mein orangefarbener Tennisball. Dein Tennisball? Was? Ja, den habe ich doch neulich aufs Dach geschossen. Und dann
muss ihn ein Wind heruntergeweht haben und dann... Was denn? Wieder nun? Naja, also... Zuerst ist er vom Dach hier auf dem Fensterbrett gelandet und dabei hat er die Gläser erwischt. Daher auch die Fussel. Und dann ist er quer durchs Wohnzimmer gehüpft und hat am Volophon diese Spur hinterlassen. Und dann ist er im Regal gelandet. Da hinten, bei den Tennissachen. Guckt. Unglaublich. Ja. Dann ist der Täter also der Ball. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Seht ihr, ich war's nicht. Ich glaube, in diesem Fall muss ich den Tennisball mitnehmen. Du bist verhaftet. Alle Achtung, Robi. Gut gemacht. Ich habe nur meine Pflicht getan. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, komm mit, Ball. So, kann mir jetzt mal irgendjemand erklären, was jetzt hier gerade passiert ist? Also, ich habe die Marmelade von der Fensterbank gestoßen, weil ich probieren wollte. Du? Ja, und dann hat Wolle die Polizei gerufen und Grobi ist gekommen und wollte dich verhaften. Es tut mir so leid. Naja, ist auch alles noch mal gut gegangen. Und du Wolle? Aber woher wusstest du überhaupt, dass ich... Ach, nur so eine Ahnung fährt. Aber jetzt lasst uns endlich frühstücken, ja? Oh ja, das könnte ich gut gebrauchen. Ja. Aber du Wolle, ich muss dir noch was ganz Wichtiges sagen. Oh nein, Pferd. Was denn jetzt? Das ist wirklich die leckerste Marmelade, die ich je gegessen habe. Oh, ehrlich und nicht gelogen. Ich habe Marmelade, die ich je gegessen habe.